Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich mache heute Herzchen aus Eis, aber nicht ganz normales Eis, sondern das ist ein Sunrise-Eis, also ein Orangen-Grenadinen-Eis. Und das sind Eiswürfel, die kann man sich schön in ein Getränk rein tun oder auch so einfach lutschen als kleine Erfrischung. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Für die Sunrise-Herzen braucht man einen Eiswürfelbehälter in Herzform, Orangensaft, Grenadinsirup und einen Löffel. Als erstes fülle ich vorsichtig den Orangensaft in alle Herzen. Ich mache die Herzen nicht ganz voll, sondern lasse oben noch eine kleine Lücke frei. Jetzt träufle ich ganz vorsichtig den Sirup in die Herzen. Am besten hilft man sich dabei mit einem Löffel, damit man nicht zu viel reinmacht. Ich habe hier Sirup auf dem Löffel und das lasse ich jetzt ganz vorsichtig hier reinlaufen. Pro Herz nehme ich nur ein ganz bisschen Sirup. Also ich nehme nicht den ganzen Löffel, sondern lasse hier ungefähr die Hälfte reinlaufen. Also ungefähr einen halben Teelöffel. Oder je nachdem, wie voll der Teelöffel ist, auch eher ein Drittel Teelöffel. So, und das kommt jetzt in den Gefrierschrank. So, die Sunrise-Herzen sind fertig. Die sehen wirklich total schön aus. Entweder kann man sie direkt so lutschen, naschen oder eben in so einen Cocktail hier reintun. Oder, Cocktail, das ist eine Orangenschorle. Und wenn man da jetzt diese Herzen reinwirft, ja, so gut sieht man sie nicht. Besser würde man sie in einem Wasser sehen. Aber trotzdem, wenn man mehrere reinwirft, ein Herzchen wird man wohl sehen. Das kühlt so eine Orangenschorle gut ab. Ich zeige euch das nochmal von oben. Ein bisschen sieht man auch, dass es die Herzchen sind. Sieht auf jeden Fall interessant aus, schmeckt lecker. Gibt dem der Orangenschorle noch ein bisschen einen besonderen Geschmack. Und ja, wenn ihr das nachmachen wollt, dann könnt ihr das ja ganz einfach nachmachen. Ihr habt ja gesehen, das geht ganz schnell, ist super lecker, eine schöne Erfrischung für den Sommer. Und wenn es euch gefällt, drückt auf den Daumen nach oben, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Schaut auch unsere anderen Videos, Eva hat auch tolle Eisvideos gemacht. Wenn euch die gefallen, schaut einfach vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!